Hier ist nochmal euer Lord Titan alias Sven Duncan und ich habe hier ja nochmal kleine Beiträge gesetzt, in denen ihr eben seht, wer hetzt, wer ja Verleumdung macht, wer Rufmord macht, wer Rufschädigung macht. Ja, das hier ist nur die Wahrheit, lieber Lothar Müller. Ja, und da kannst du auch so viel anzeigen, machen, wie du willst. Das hier ist keine Verleumdung und kein Rufmord, den ich mache, sondern ich präsentiere wie immer nur die Wahrheit. Es gibt rechtes und asoziales Fehlverhalten. Es gibt ja Gutmenschen, die sich auf die Seite der Rechten stellen und so tun, als wäre alles wunderschön. Während hier Menschen kaputt gehen, während man sich schon an Kindern und Frauen vergreift. Und ich kann nur sagen, ich gebe Bullshit auf euch, ja, auch auf diesen Jürgen hier mit seiner Scheiße oder die. Wie heißt sie hier? Jansi, ja? Oder Kolla, wie er sich hier nennt. Also nur Scheiße, also verstecken sich hinter Fakes. Außer dieser Jürgen vielleicht, der ist vielleicht real, aber das macht nichts. Ihr hetzt, nicht ich. Ich sage nur die Wahrheit aus. Ihr diskriminiert, ihr verurteilt, ihr zieht das alles ins Lächerliche, ihr wollt eigentlich sogar mundtot machen mit Drohungen. Es gab auch schon andere Drohungen, bis hin zu Morddrohungen gegen mich. Was ich auch alles schon belegt habe in Videos, ihr könnt das in anderen Videos sehen. Und da braucht der Lothar Müller hier mir nicht drohen mit irgendwie Strafanzeige, weil ich die Wahrheit sage in meinen Tracks, ja, wo es eben darum geht, dass eben Rechtes geäußert wurde und auch Rechtes verherrlicht wurde, dass eben auch rechte Musik verherrlicht wurde und gesagt wurde von mehreren Leuten, dass es ja ach so schöne rechte Musik gibt, die man ja nun nicht sagen darf und die verboten wird, weil sie die Wahrheit sagt. Ja, das ist Bullshit, ja, das ist Verblödung. Was ihr macht hier, ist Verblödung, ja. Das ist Verblödung von oben bis unten. Und ich kann nur sagen eben, ich stehe in einer sozialen Position, wie wenige leider in der Welt, und sage nein zu rechten und asozialen Fehlverhalten, sage nein zu blinder Gewalt, zu blinden Hass, zur blinden Diskriminierung, zu blinden Vorurteilen, wie ihr sie hier bringt, ja. Oder könnt ihr noch so viel Strafanzeigen machen oder auch mit Mord und Totschlag drohen? Ich werde weiterhin die Wahrheit sagen. Ich werde weiterhin mich sozial und menschlich einbringen. Ja, und da kann auch jeder hier seinen Scheißrotz geben, ja, in meinen YouTube-Channel, was nur eure Blödheit und Dämlichkeit widerspiegelt, eben eure, ja, Verstandlosigkeit und Bildungslücke, die ihr habt, ja, dass ihr nicht versteht, dass wir Rechte haben, auch Freiheiten in Deutschland, die wir stark erarbeitet haben, was auch dieser Jürgen hier nicht versteht, ja. Der scheinbar der Einzige vielleicht ist, der hier kein Fake drinne hat, sondern sein richtiges Bild, ja. Ihr macht euch selber lächerlich, ihr seid lächerlich und ja, dann macht Anzeigen, macht Strafanzeigen und erhofft euch, dass man damit die Wahrheit totschlagen kann, ja. Die Wahrheit ist, es gibt asoziales rechtes Fehlverhalten. Es gibt asoziale und rechte Fehlverhaltensformen in der Welt, global gesehen, eben nicht nur in Deutschland, aber eben auch hier in Deutschland. Und es gehört nicht in eine soziale Demokratie und in ein soziales Netzwerk gehört es auch nicht rein, dass eben rechtes und asoziales sich ausbreiten darf, dass es von Gutmenschen gefördert, gedeckt und finanziert wird. Und ihr könnt noch so viel verdrehen, dass ich der Hetzer wäre. Ihr hetzt, ihr diskriminiert, ihr verurteilt, ihr beleidigt, ihr begeht mehr als nur eine Straftat in euren Scheiß. Und ich gebe es hier nur wieder, das ist keine Verhetze, das ist keine Verleugnung, das ist nur eine Wiedergabe von der Realität, was ich hier mache. Ja. Und die Leute können ja selbst lesen, was für ein Bullshit ihr schreibt. So, Peace, euer Lord Titan.